Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Ja, wir haben in der letzten Folge versucht, an einem Schaltbild darum zu manipulieren. Und ich habe jetzt schon lange weitergemacht, bis mir irgendwann aufgefallen ist, durch Zufall, dass ich ja nicht nur die Hebel hier benutzen kann, sondern hier auch Schalter habe. Und mit den Schaltern habe ich jetzt das richtige Bild rausgefunden. Ich musste auch mehrmals neu laden und so weiter, bis ich das dann rausgefunden habe. Aber jetzt sollte es funktionieren. Also wir fahren hier lang. Wir fahren hier lang. Wir fahren hier weiter. Also irgendwie so, und ihr werdet es schon sehen. Ich hoffe, es stimmt jetzt, dass ich alles richtig eingestellt habe. Nein. Okay. Wie war das jetzt nochmal? Da war das hier rot. Und das hier grün. So, jetzt nochmal gucken. Ne, und die müssten runter, runter und hoch. Und so, und dann wieder der auf grün und der auf rot. Okay, jetzt aber. So, ja, jetzt sollte klappt. Alles stimmen. Was sagst du nun, Schätzchen? Ein Achievement würde ich jetzt hier kriegen, habe ich jetzt aber nicht bekommen, weil ich den ja schon eingesammelt habe. Wie war, wie war. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. So, aber ich habe natürlich alles abgebrochen, so dass ich von der Story nicht kenne. Die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Ah, Bartsonar. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... warum bin ich jetzt wieder hier? Losfahren nochmal. So, jetzt sollte alles stimmen. Was sagst du nun, Schätzchen? Oh, Rufus, du bist wirklich der Größte. Wie war. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Okay. Was? Hast du etwa... nein. Sie müssen dann... Ihr... Mein... Stimmt. Seltsam. Mein Socken... Jung, es kann schon... Warte. Jetzt stimmt's. Irgendwie hat es jetzt so... Nein? Ey, warum funktioniert es jetzt wieder nicht? Ach nee. Vorher hat es doch noch funktioniert. Nein. Warum komme ich jetzt nicht weiter? Ist es jetzt verbuggt auf einmal? So, jetzt soll... Was sagst du? Nee. Oh, gut. Wie war... Aber wenn dir... Schau mal. Ja. Was? Warum dreht er jetzt hier auf einmal? So, was sagst du? Nee. Oh, Rufus. Schau mal. Warum dreht er da zurück? Das Teil ist verbuggt. So, was sagst du? Nippen. Oh, gut. Wie war? Aber wenn dir da... Schau mal. Ja, ist gut. Ich frage mich, warum er hier gerade dreht. Warum dreht er hier? Was sagst du? Nee. Oh, Ruf. Wie war? Aber, schau mal. Was? Hast du etwa schon... Der müsste hier weiterfahren. Der spinnt.
Blöder Rufus. Aussteigen. Jetzt mal ganz kurz. Wir gehen hier nochmal. Wir laden jetzt einfach nochmal ganz kurz. Laden speichern. Und nochmal laden. Ja. Vielleicht ist da auch einfach nur ein Bug irgendwo. Hoffentlich. Vorhin hat es ja geklappt. Vorhin. Ich bin in ein komplett neues Stage gekommen. Also, was war's? Wir hatten hier einmal grün. Einmal rot. Die war nach unten. Unten. Und nach oben. Und los. So, was sagst du nun? Oh, wie war? Aber wenn dir. Schau mal. Okay. Warum dreht das blöde Viech hier? So, was? Oh, wie war? Aber wenn dir. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt, ich messe auch etwas. Jungs, seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Ja. Okay, kann ich hier aussteigen? Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Überspringen. Aber wir haben das Rätsel gelöst. Ja, wirklich das Minigame überspringen. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Jetzt klappt's, endlich. Hey, ich lebe noch. Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Badabab, man nennt ihn Rufus. Badabab. Sorg dich mal lieber um Goal. Rufus, badabab. Boah, und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na? Willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Oh nein, oder? Ah, Gott sei Dank, ein Song. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen, von der Belohnung mal abgesehen. Doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Hossa, auf gutes Gelingen. Ich sollte aufhören zu singen. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Klites ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. So, was haben wir denn erstmal hier? Wir haben hier einen Kaugummiautomaten. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Los, benutzen wir mal. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will einen Kaugummi.
Die Spracherkennung muss kaputt sein. Okay, wir haben einen Kaugummi. Was kannst du mir über den Kaugummi sagen? Wir haben natürlich nichts anderes mehr im Inventar, das ist klar. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Aber wir können essen, okay. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Okay, jetzt haben wir so einen gekauten Kaugummi. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben noch ein Regal. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mehr mit der Wand ab. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum... Ein Stecker? Och nö. Dann nehmt doch mal den Stecker. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Natürlich ist es auch nicht. Brauchen wir jetzt Kaugummi? Zuckerwattemaschine. Ich war hier schon mal. Als Kind. Mit meinem Dad. Ich bin ihm bis hierher nachgelaufen. Als er mich bemerkte, hat er sich so gefreut, dass er mir Zuckerwatte gekauft hat. Dann sagte er, ich soll auf ihn warten, während er das Hochboot nach Elysium sucht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Okay, nehmen wir erstmal Zuckerwatte. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Eine Zuckerwattemaschine, die mich auslaufen. Man muss den Stock hineinhalten. Okay, wir haben keinen Stock, aber wir haben einen Hebel. Oder? Da war gerade was? Nee. Hebel Nummer 1. Was passiert, wenn wir Hebel Nummer 1... Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Okay, Hebel Nummer 2. Aha. 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. Wahrscheinlich müssen wir alle Lichter ankriegen. 3 und 3? 6, oder? Ein Sardellenautomat. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Aber wir haben einen Sardelle am Spieß. Und können wir die Sardelle mit der Zuckerwatte nehmen? So, Zuckerwattemaschine. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Okay. Kann ich den mit dem Kaugummi klebt nicht auf Fischen. Diese Erkenntnis hat mich den Angelschein gekostet. Okay, gut. Wir müssen also irgendwie noch den Fisch wegkriegen. Aber ich kann nur einen Hebel betätigen, oder? Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Okay, und den letzten Hebel. Upsi. Oh, wo ist der Hebel hin? Ich komm schon noch drauf. Wo ist jetzt der Hebel hin? Ich will den Hebel. Jetzt ist der Hebel weg. Oh, ich habe sie auf so ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. So. Wir haben hier... Da haben wir noch einen Stecker. Ah, verdächtige Lampen. Okay. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Okay. Und die haben hier nochmal verdächtige Lampen? Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Und nochmal verdächtige Lampen. Diese Lampen haben... Okay. Ich weiß... Aber ansonsten haben wir hier... Ah, wir haben hier noch einen Hebel. Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Derzeit steht er auf geschmacklos. Jetzt steht er auf Calzone. Calzone-Zuckerwatte. Jetzt steht er auf Phosphor. Na toll. So, wir schauen uns jetzt in der nächsten Folge die Eingangshalle mal an. Allerdings, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.